Willkommen zurück bei Let's Play Horizon Zero Dawn. In den vermutlich letzten entscheidenden Momenten dieser Welt, in der alles zugrunde geht und wir der letzte Hoffnungsschimmer sind, die Menschheit zu retten und das Leben auf dem Planeten Erde, nachdem wir hier einen miesen Hard Reset hatten. Aber jetzt müssen wir erstmal mit Awad, dem Sonnenkönig, sprechen. Ich weiß nicht, ob der uns schon erwartet. Ich glaube nicht, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Reden wir mal mit ihm. Hallo, Awad. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt, mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Awad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Arsa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Ich weiß, dass die definitiv böse sind. Hades ist eigentlich nur ein Unterprogramm von Gaia gewesen und will jetzt die Menschheit auslöschen, um Gaia. Eigentlich sollte Hades ja sozusagen der Reset sein, für den Fall, dass die dass das Projekt Gaia oder Gaia halt eben ihr Ziel verfehlt, und so sollen sie sozusagen den Reset so oft wiederholen, bis alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber dieser dumme Pharaoh, Ted Pharaoh, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt Hades aufhalten, damit die Menschheit gänzlich in der Steinzeit hängen bleibt. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Wobei man auch dazu sagen muss, dank Ted Pharaoh sind wir überhaupt in dieser Lage. Steinzeit und hast nicht gesehen. Wir kriegen das alles wieder gebacken. Ich glaube fest dran. Let's make this world great again und so. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort?
Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Ja. Aber ich würde sagen, wir... Bevor ich... Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Wie nett. Sobek Tagebuch. Moment. Sobeks Tagebuch. 16.07.2065. Oder 2065. Eine reparierte Datei. Okay. Gucken wir mal wieder in die Vergangenheit. Das letzte Mal habe ich Prime im November letzten Jahres besucht. Die Monate seitdem vergangen, die seitdem vergangen sind, liegen wie in einem Nebel. Gestern Abend bin ich hingeflogen, um die Installation der zentralen Komponenten und der Masterüberbrückung zu überwachen. Bitteschön, Ted. Die um 4.30 Uhr abgeschlossen war. Also habe ich beschlossen, hier ein paar Stunden zu schlafen, bevor es zurück zu Zero Dawn geht. Ich habe Gaia kontaktiert, bevor ich mich hingelegt habe, angeblich um sie über die Anlagenpläne zu informieren. Aber die Wahrheit ist, ich habe sie vermisst. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Schlafengehen mit ihr zu sprechen. Das scheint dieser Tage das Einzige zu sein, was mich beruhigt. Eine Nachricht von Oswald weckte mich. Die Odyssee ist gestern gestartet. Die Chancen auf den Fortbestand terrestrischen Lebens haben sich also verdoppelt. Warum fühle ich mich dann so unbehaglich? Ich frage mich ständig, welche Art von Welt Far Sennis erschaffen wird, wenn das Schiff nach so vielen Jahrzehnten sein Ziel erreicht. Und ich mache mir Sorgen um das Alpha-Modell von Apollo. So viel Wissen, so wenig Beschränkungen und keine Ausfallsicherung. Wie werden sie alle vermeiden, unsere Fehler zu wiederholen? Was wird sie davon abhalten, Gott zu spielen? Ich habe die Odyssee-Nachricht an die Alphas weitergeleitet. Naoto hat in weniger als einer Minute geantwortet, natürlich mit einem Gedicht. Die Erbauung des Schiffes von Longfellow, und es ist echt lang. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber es scheint eher um den Stapellauf als um den Bau eines Schiffes zu gehen. Dieser Vers oder Strophe oder was auch immer ist mir ins Auge gesprungen. Die Menschheit mit all ihren Zagen, mit ihrem Traum von besseren Jahren, hängt atemlos von eurem Schicksal ab. Ja, das trifft auf Odyssey und auf Zero Dawn zu. Wo ich gerade davon spreche, ich muss zu Zero Dawn zurück. Ich sollte noch in Naotos Labor vorbeischauen und mir einen Eindruck von Demeters Fortschritten verschaffen. Wenn ich da ohne einen Tennyson-Band wieder rauskomme, kann ich mich glücklich schätzen. Bis zum nächsten Mal. Nachrichten einer Toten. Runter von den Straßen, der Feind ist hier. Also ich könnte mich jetzt ausruhen, aber ich würde... Noch einen. Warum bekommen wir jetzt die ganze Zeit diese Tagebücher? Hä? Lass uns reden. Nein. Das hatten wir gerade schon. Also ich würde ganz gerne wissen, wie es hier jetzt vorangeht. Die optionalen Sachen sind zwar schön und gut. Also nein, sie sind gut. Aha, es ist alles beides unten. Dann muss ich hier halt eben diesen wundervollen Aufzug benutzen. Ich mag diese Aufzüge nicht. Die dauern so ewig lang. Also ich muss mal gucken. Das ist eins. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Überprüfe das am Berg. Und Vorbereitung am Turm.
ausgezeichnet. Ich bin mal gespannt. Wir waren nämlich noch nie beim Turm. Wir haben ihn nur einmal kurz aus der Entfernung gesehen. Und da hinten ist er. Ziemlich hohes Gebäude. Eins der wichtigsten Ziele von Zero Dawn, um die Maschinen außer Gefecht zu setzen. Um sie zu überbrücken und auszuschalten. Wer hätte darauf kommen können, die ganzen Viecher einfach wieder auszubuddeln? Ich finde es schön, wie ihr Haar jetzt durch die Gegend hüpft, weil die, weil Fahrstuhl. Im Grunde fällt sie also die ganze Zeit nur. Das raffen die Haare nur nicht. So. Der Turm. Erstmal gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wer uns hier alles unterstützen wird. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Ach. Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Klappe zu. Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. So. Ich rede von Leben. Ohne zu zögern. Terrenor. Sie hat sich zwischen den Mördern. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora. Beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst. Ich sollte da draußen Maschinen jagen. Ey. Rumlaufen. Ich wollte eigentlich die Vorrat. Dieser Ort. Die Vorratskiste zu nehmen. Land könnte nicht größer sein, oder? Aber die Maschinen reichen. Und jetzt haben wir nur noch den Turm vor uns. Und dann geht's auch schon los. Die letzte Schlacht um die Zukunft der Menschheit. Tja, so. Hätte Terminator auch enden können. What? Ich bin da noch nicht fertig. Seltsam. Kleiner Moment. Dann nochmal wieder zurück. Hier sind anscheinend noch mehr Leute, mit denen ich reden kann, sollen, muss. Sicher? Ja, doch, sicher. Hier ist nochmal ein bisschen Grünzeug, das nehme ich nochmal mit. Ich könnte ja auch einfach mal das machen. Petra, der Mensch. So. Ha! Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin. Ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Das klingt doch super. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Gib mir das. Treff sich
Sicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Moment. Okay, finde ich cool. Darfst du behalten. Hat mich sehr gefreut. So, ich lasse die einfach da liegen. Nimm sie dir, wenn du sie brauchst. Gute Nacht, Luna. Und so. War schön, dass du da warst. Tut mir leid, dass ich es jetzt antworte. Ich bin Wache, kein Stadtschreier. Wie ich höre, sollen die Leute in Sonnen. Hey, er ist noch da. Na dann, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich mach das hier noch zu Ende. Das sollte nicht mehr so viel sein. Und dann muss ich mal gucken, wann oder was ich als nächstes spiele. Und dann ist nämlich dieses Projekt abgehakt. Ja, die Musik dazu ist alles andere als glücklich. Sie ist eher... Ja, sie ist schon ein Stückchen traurig. So ein bisschen, als ob wir wissen, dass etwas Schlimmes passiert. Ein hoher Turm. Naja, das laufe ich auch noch irgendwo gegen. So, aber ich glaube, von der Seite kommt man wieder ganz gut nach Meridian. Das ist sehr praktisch. So, da hinten ist irgendwas. Sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Ja, ich weiß nicht. Bei Ori kriege ich ein bisschen Pipi in den Augen. Ich hatte schon mal Ori angefangen. Und meine Güte, das Spiel ist unglaublich knifflig. Aber andererseits halt eben auch... Oh, ich kann so ein kleines, süßes Ding... nicht in so einer düsteren Welt sehen. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land. Verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger. Gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Oh boy. Ich hoffe... dass die nicht anfangen, irgendwie zu desertieren oder so.
wäre nämlich voll katastrophal. Boah, voll der grüne Dunst. Das mit den Wolken zu tun? Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kater. Und Kater labern doch dauernd. Erzähl mir mal was. Aloy. Da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Ich bekomme gerade ein bisschen Gänsehaut. Bei dem ganzen Geblubber. Aber okay. Oh, neuer Tagebucheintrag. Sobeks Tagebuch, 15. Januar 2066. Es war so knapp. Es ist gerade mal, Moment, 43 Stunden her, dass Harris mich gewarnt hat. Er sagte, dass die östliche Linie bald zusammenbricht, dass die Schwärme eine Art Zangenmanöver gegen die Vichita-Linie starten. Noch 5 oder 6 Tage mehr. Und Gaia hätte vermutlich ohne Hilfe starten können. Ich glaube schon. So war alles übereilt. Zero Dawn wurde zu einem Irrenhaus. Es war völlig chaotisch. Jedes Team hat versucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln, während die Gammas und dann die Betas evakuiert wurden. Als Gaia so weit lief, habe ich die Alphas gesammelt und die schlechten Nachrichten verkündet. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Aber sie wussten es natürlich schon. Sie wussten, dass die Arbeit nicht getan war. Beinahe, aber nicht ganz. Es gibt Tests durchzuführen, Fehler auszubügeln, Arbeit zu tun. Also haben sie es akzeptiert. Kein Elysium für uns. Wir werden den Rest unseres Lebens hier verbringen, mit Tests und Feinarbeiten, an den untergeordneten Funktionen, bis sie perfekt sind. Damit muss man wohl rechnen, wenn man eine Bande besessener Perfektionisten rekrutiert. Ich habe es geschafft, nicht zu weinen, bis ich wieder in meinem Büro war. Hier sind wir also und bringen Gaia Prime zum Laufen. Und ja, es war echt knapp. Mich überkommt schon wieder der Ekel, wenn ich darüber nachdenke, wie das Schicksal des Lebens vom Zufall abhängig ist. Hätte ich das Lightkeeper-Protokoll nicht vorgeschlagen, wären hier keine Wohnräume gebaut worden. Hätte ich das Protokoll früher aufgegeben, wären die notwendigen Systeme zur Lebenserhaltung nie installiert worden. Hätte, hätte, hätte. Wenigstens müssen wir nicht die gruselige Merkwürdigkeit ertragen, Klone unserer selbst aufzuziehen und auszubilden. Das genetische Material wurde nie außerhalb der Ursprungsanlagen verarbeitet, also ist es nicht einmal möglich. Darüber bin ich froh. Ich möchte wirklich nicht meine Zeit mit einem jungen Travis Tate verbringen, der von Travis Tate großgezogen wird. Nein, es liegt an uns, Gaia zu perfektionieren, an nur einer Generation. Update, das war General Harris. Die Vichita-Linie ist gefallen. Das USRC erwartet die endgültige Niederlage in 2 Tagen, was uns ebenfalls 72 Stunden lässt, um alles fertig zu machen und zu versiegeln. Lebendig begraben. Was das für das Leben. Ich werde es den anderen sagen. Ich bin ganz schön in der Rüstung. Okay. Es wird immer drückender gerade. Und dieses Drücken ist keineswegs von ungefähr. Es ist nicht die Art, die man erwarten würde. Es ist eher... Ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen
Trübsal auch dabei. Zu wissen, dass sich dieses Spiel langsam dem Ende nähert, aber andererseits auch diese doch sehr verblüffende Story. Dieses gewobene Gespinst aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und alles drumherum, das ist schon beeindruckend. Ich bin sehr begeistert und ja, ich weiß nicht, wie das mit den Gerüchten für einen zweiten Teil aussieht. Ich würde dem sehr, sehr positiv gesonnen entgegengucken. Aber das ist natürlich eine Sache. Wie alt ist das Spiel mittlerweile? 3 Jahre? 4? Ich weiß nicht. Es kam irgendwann an einem März raus. Ich weiß jetzt nicht, ob 2016 oder 2017. Aber als ich den Trailer dazu gesehen habe, war ich schon massiv gehypt. Hab das Spiel angefangen zu spielen und danach habe ich es wieder so ein bisschen links liegen lassen. Und mittlerweile tut es mir echt leid, dass ich das getan habe. Das ist ein grandioses Spiel, wirklich. Also ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es kann gar nicht so viel Schlechtes passieren. Oder es kann gar nicht schlecht werden. Selbst egal, wie das Ende ablaufen wird. Und das finde ich schon mal eine wundervolle Sache. Oh, schon wieder eine Datei repariert. Hatten wir es nicht gerade? Doch, das hatten wir gerade. Moment. 31.10.85. Halloween. Travis kam zum Süßes oder Saures vorbei. Er hat sich so verkleidet, als wäre er ich. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich habe ihm ein angebrochenes Paket Waffeln gegeben und ihn rausgeworfen. Aber vorher hat er mich noch zu einem italienischen Horrorspektakel eingeladen, das er für das Zero Dawn Personal organisiert hat. Im Ernst, als ob es nicht schon genug Horror auf der Welt gäbe. Wie auch immer. Ich war schon hier draußen für die letzte Inspektion von Gaia Prime verplant. Mit Harris und der Delegation des Präsidenten. Ted war auch hier. Und er sah nicht gut aus. Er zappelte die ganze Zeit herum und konnte mir nicht in die Augen sehen. Ich war erleichtert, als er in seinen Word stieg und nach Theben zurückflog. Aber ich sollte mich wohl nicht beschweren. Wenn er sich eine Luxuszuflucht bauen will, um die Apokalypse auszusitzen, soll er. Das hält ihn von Elysium und mir fern. Harris blieb lang genug, um mich detailliert über die strategischen Situationen zu informieren. Im Grunde genommen sind wir in die Endphase eingetreten, was man auch schon an der Farbe des Himmels auf dem Flug hierher erkennen konnte. Nach zwei oder drei Wochen und die Atmosphäre macht das Atmen unmöglich. Die letzten Überreste der europäischen und westafrikanischen Zivilistenbrigade sitzen mit dem Atlantik im Rücken in der Falle. Der Schwarm, der in der Antarktis eingefallen ist, überquert die Magellanstraße und beginnt dann mit seinem Todesmarsch Richtung Südamerika zum Amazonas. Die ganze Arbeit, die wir in die Wiederherstellung des Regenwaldes gesteckt haben, und jetzt das. Und Vorstoßeinheiten der Pazifikschwärme liefern sich bereits Gefechte mit Einheiten am Karl-Mahr-Damm. Die Schlinge zieht sich zu. Die Prognosen zeigen, dass wir immer noch rechtzeitig fertig werden können. Aber der Fehlerspielraum liegt bei plus minus 10 Tagen. Nicht gerade großzügig bemessen. Wenn die Plage früher als vorhergesagt durchbricht, tja, das darf einfach nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. Genug geschrieben, ich muss zurück zu Zero Dawn. Die letzten Tage war sie echt mega verbissen am Arbeiten. Und auch das ist so eine Sache, das kann man ihr nicht übel nehmen. Sie weiß, was alles davon abhängt, bleibt aber nicht im Weg stehen. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. Ich rede von Leben. Dazu sind die Befehle da, um Leben zu retten. So, zum Glück wieder ein Fahrstuhl. Juhu.
Also, ich hätte bei dieser Rüstung, wenn ich die hier gerade eben so in der Nacht rumschimmern sehe, hätte es mich irgendwie doch ein bisschen gefreut, wenn, wenn das so eine mega abgespacede Rüstung wäre und nicht halt eben so auf sie zuschnitten. Aber ich kann da auch schon die Entwickler verstehen, dass die dann halt eben lieber sagen, ja, okay, das würde jetzt nicht in das Setting passen, wenn wir hier irgendeine Nanobot-Bla-Rüstung oder so in die Hand drücken. Von daher alles gut. Noch einmal die Vorräte plündern. Einmal abspeichern. Ruhig nochmal eine manuelle Speicherung hinterherwerfen. Für den Fall, dass... Ist der Gegner bereit vor dem Haupttor? Und dann wollen wir schlafen gehen, würde ich sagen. Mit einem kleinen Cut. Olens Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Also auch Aloy scheint mittlerweile ein bisschen K.O. zu sein, verständlicherweise. Aber wir geben uns nochmal eine kurze Pause, bevor hier richtig die Post abgeht. Also, bis gleich.